Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Wir sind jetzt im östlichen Brithillion-Wald wieder, stehen jetzt hier vor der Nebelwand. Ich wollte da ganz gerne noch einmal durchgehen, wahrscheinlich kommt wieder das Gleiche. Und dann ist die Frage, was können wir machen? Wird gespeichert. Der Ast der großen Eiche lässt dich die Barriere durchbrechen. Wir haben es geschafft. Windläufer ist da. Oh weh. Gut. Der Wald war nicht wachsam genug. Ihr kommt immer noch. Ach, ihr seid stärker, als wir erwarten konnten. Die Delish haben eine gute Wahl getroffen. Aber ihr gehört nicht hierher. Verlasst diesen Ort. Ohne Schatten reißt das Herz, gehe ich nirgendwo hin. Warum kann ich nicht versuchen, diesen Streit beizulegen? Ich möchte wissen, warum ihr mich das letzte Mal angegriffen habt. Die verräterischen Deli schicken euch, um Schattenreißer zu töten. Ich werde nicht untätig dabei stehen und das zulassen. Weshalb nennt ihr die Delish verräterisch? Ihr habt sie angegriffen. Ich habe bereits bewiesen, dass ich stärker bin als ihr. Weshalb? Was bedeutet euch Schatten? Ich will Schattenreißer nichts tun, nur mit ihm reden. Dann kämpft oder geht mir aus dem Weg. Will ich nur mit ihm reden? Ja, ich meinte, Delia hieß sie, glaube ich. Die Frau von dem einen Jäger. Hat ja gesagt, ich glaube, ich möchte mit ihm reden. Ich glaube euch nicht. Dieses Risiko werde ich nicht eingehen. Ihr seid in unser Zuhause eingedrungen. Ihr wollt töten, wie alle eurer Art. Diese Lektion haben wir inzwischen gelernt. Hier beschützt uns Schattenreißer. Hier haben wir Namen und werden geschätzt. Wir verteidigen Schattenreißer und diesen Ort mit unserem Leben. Oh, na toll. Okay, wir können es nicht ändern. Gehen wir auf Windläufer. Vor diesen Bestien. Ich will das doch gar nicht. Oh. Ach, herrje. Gut, fangen wir an. Der Mondstadt hat das auch nix. Oh weh, oh weh. Och nein, Severin kann das natürlich nicht. Richtig. Fähigkeit unzureichend. Fähigkeit unzureichend. Na wunderbar. Ja, ist die Frage, will ich mich jetzt gleich hier... Das machen wir, glaube ich, anschließend. Den Grabstein. Ich würde jetzt ganz gerne das klären. Torwächter. Eindringlinge haben uns getäuscht, um ins Herz des Waldes zu gelangen. Rückzug zu den Ruinen! Beschützt die Herrin! Warum? Ich will tatsächlich nur reden. Gruppe sammeln und weiterziehen? Ja. Okay. Jetzt ist es auf einmal die Herren. Warum ist es auf einmal die Herren? Ich habe keine Ahnung. Obere Ebene der Ruinen? Was? Wo sind wir hier? Haben die Elfen einst mit den Menschen von Tevinter zusammengelebt?
Oder hat die Winter diesen Ort für die Elfen erbaut? Ich habe nie davon gehört. Das ist die Frage. Das sollte kein Problem sein. Feuerpfeile. Warum? Ich will euch nicht bekämpfen. Natürlich. Ich hoffe, ich habe nachher nicht wieder überall Blut angefangen. Ich habe bestimmt schon wieder irgendwas falsch gewählt. Vielleicht hätte ich mit denen reden können. Ui. Oder? Ein eiserner Ring. Wie ihr wünscht. Hier ist uns gar nichts. Okay, das ist Sackgasse. Auf der anderen Seite sicherlich auch. Aber da liegt noch Schutt. Bergkristall habe ich gerade verkauft. Damit ich Platz habe im Winter. Huch. Oh, ich wollte es erst sagen, aber ich hatte noch Hoffnung. Na gut. Wo soll ich zuschlagen? Da zuschlagen, bitte. Gut, fangen wir an. Oh nein, der Tanz mit der Riesenspinne. Super. Das ist genau meins. Sollte kein Problem sein. Naja, ich weiß ja nicht. Ich bin. Sind schon ein kleines Problem. Falle. Ich hätte Liliana mitnehmen sollen. Die hätte da bestimmt irgendwas gesehen oder gefunden, oder? Oh, jetzt renne ich aber auch in jede Falle rein hier, ne? Was war das? Ich bin voll erschrocken. Wenn das nicht so spät wäre, dann hätte ich laut geschrien, glaube ich. Schattenreißer. Aber ich glaube, da sollten wir jetzt noch nicht hingehen, oder? Hey, ich bleib mal an so einer Kante hängen hier. Das sieht alles irgendwie so aus, als wenn ich da nicht hingehen wollte. Oh mein Gott. Clanschild. Mhm.
Hier kommt doch nochmal ein ordentlicher Spinnenkampf, ne? Komm, nützt nichts. Ich kann dem, denke ich, mal sowieso nicht entkommen. Das Einzige, was ich noch machen kann, ist, okay. Was ist? Ganz ruhig. Nein. Ich wollte mal eben, dass du vielleicht mal eben sowas hier und sowas hier auf deine Dolche machst. Na, also immer mit der Ruhe. Ganz ruhig, Seven. Tiefenpilz. Ich erwarte jetzt endlich wieder einen Spinnenangriff. Jade. Eine Truhe, die Severin nicht öffnen kann. Immer wieder eine Freude. Die Frage ist, ob wir hier hinterher noch wieder hin können. Ach, haben wir die vielleicht alle doch schon rausgelockt? Und dann die ganzen Truhen, die wir nicht öffnen können. Eine, ja. Können wir hier nochmal herkommen? Gut, nicht dran denken an das, was wir aus den Truhen nicht bekommen. Immer mit der Ruhe. Und jetzt einfach erstmal gucken, was uns hier erwartet. Okay. Beeindruckende Trophäe ab. Lizzie? Du kämpfst hier gegen Lebewesen und Trophäe. Das, ich weiß nicht, ob das lustig wird, Severin. Und das ist unschön, was er da gerade macht. Verdammt. Doch gut an meinen ersten Kampf erinnern. Mehr kannst du nicht. Schön, dass wir uns einig sind, Win. Okay. Das war ein Drache. Wie ihr wünscht. Aber was ist denn die Herrin? Geht's hier jetzt gerade nicht mehr? Es geht ja natürlich dann nicht mehr um Schattenreißer, oder? Das macht mir jetzt ein bisschen Sorge. Ein Drachenhort ist da hinten. Warum steht Alice da so schief da? Okay, keine Ahnung. Oh Mann. Da knarrt der Stuhl. Oh nein, wie eine Truhe, die wir nicht öffnen können, bitte. Warte, hier war doch eben ein... Oh! Inventar voll. Was? Nein! Hier, schwacher Wärmebalsam. Weg damit. Schwach, weg. Den auf jeden Fall nehmen. Das ist ein Geschenk. Smaragd und Topaz hatten wir noch. Einen Smaragd hatte ich, glaube ich, noch nicht. Verdammt. Warte mal, warte, warte, warte. So, jetzt haben wir keine Fläschchen mehr. Das
heißt? Natürlich. Das Silbermedaillon ist ein Geschenk. Ist bestimmt schön. Habe ich vielleicht irgendwas, was noch weg kann? Was nicht wirklich lohnt. Das ist ja komplett alles hier. Eine Flasche Wein zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir das so oft finden, oder? Ich weiß es nicht. An dieser silbernen Halskette hängt ein großes Silbermedaillon. Könnte verkauft werden. Aber eben halt auch zum Schenken. Eiserner Ring ist eiserner Ring. Wird schon nicht der eine gewesen sein, oder? Palondin, was? Freund der Toten, der Wegweiser. Oh Gott, das ist so viel. Ich muss tatsächlich, glaube ich, nochmal den Kodex extra verlesen. Entschuldigung, was ist mit Alice los? Da hat der Schlagseite? Und die Truhen kann ich nicht öffnen. Oh Mann. Das ist eine Qual für mich gerade. Gruppe sammeln und weiterziehen. Ja, wohin denn? Ich krieg Angst. Wir wollten rein die Schattenreißer bekämpfen. Untere Ruinen. Geisterhafter Elf. Wird erledigt. Der wegrennt. Schlurfendes Skelett. Oh Gott, was ist das hier? Das sollte. Okay, wir haben's. Das sollte kein Problem sein. Ja, wenn die jetzt was Besonderes dabei haben, ist es ein Problem. Geld ist gut. Das können wir immer mitnehmen. Das sollte kein Problem sein. Das ist Win, okay. Das Blut richtig in Wallheit. Verstehe, es ist Zeit für den Adler. Okay. Also wenn ich jetzt ein bisschen leise werde, entschuldigt, aber es ist tatsächlich schon spät und ich nehme jetzt schon einige, ach komm, schwache Natursalbe, Stunden tatsächlich jetzt auf. Gut, fangen wir an. Das ist auch nichts Besonderes und die Truhen können wir eh nicht öffnen. Ich frage mich jetzt gerade, sonst würde ich jetzt fast jetzt hier einen Cut setzen und nochmal Sachen wegbringen und verkaufen. Tiefenpilz können wir nehmen. Huch. Feuerkristall müssten wir haben. Natürlich. Den Helm können wir nicht mitnehmen. Tja, müssen wir mit klarkommen. Dann würde ich nämlich jetzt echt die Folge beenden und schauen, ob wir irgendwie wieder... Ich muss die Sachen loswerden. Oder ob wir jetzt mittendrin sind und gar nicht mehr hier rauskommen. Wir werden es sehen. Ich sag bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Alles Liebe wünscht euch Lissi.